Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Baby, verloren, Tuna will für Jessie stark sein. Carlos weiß, dass Jessica ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat, um Tuna an sich zu binden. Die Gefahr, dass ihr eifersüchtiger noch Ehemann sie verrät, ist zu groß. Jessie beschließt, der Geschichte ein Ende zu setzen und spielt Tuna vor, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Der reagiert sehr emotional, bis er die Wahrheit erfährt. Fake Schwangerschaft, Fake Fehlgeburt. Wir fahren jetzt sofort ins Jeremias und dann lassen wir dich durchchecken, erklärt Tuna schockiert und voller Sorge, als er von der Fehlgeburt erfährt. Seine eigenen Gefühle schiebt er erst einmal beiseite. Er will sich um Jessie kümmern. Die schmückt ihre Lügengeschichte weiter aus. Sie behauptet, schon beim Arzt gewesen zu sein und verdrückt ein paar Tränen. Ich konnte es auch erst nicht glauben, aber das passiert häufiger als man denkt in den ersten Wochen, erklärt sie schluchzend. Tuna will Jessie aufmuntern. Um seine Freundin von dem vermeintlichen Schicksalsschlag abzulenken, konzentriert sich Tuna mit ihr auf die Firmengründung von Yes Babe. Jessies Gesichtscreme muss noch im Labor getestet werden und Tuna lässt seine Beziehungen spielen, damit das schnell passiert. Vor Ort hilft er ihr bei den Geschäftsverhandlungen und steht ihr eng zur Seite. Er verwöhnt Jessie, wo er nur kann. Erst im Kreise seiner Freunde Nihat und Paul lässt er seinen eigenen Gefühlen freien Lauf. Ich weiß, sowas passiert oft, aber, setzt er zu einer Erklärung an. Dann bricht er in Tränen aus.